1964. Der Konflikt in Vietnam weitet sich aus. Die US Air Force bombardiert die kommunistischen Stellungen im Norden. Die Abschussquote ist hoch. Und die, die gefangen genommen werden, landen direkt in der Hölle. Willkommen in Hanoi. Es wird Ihnen hier gefallen. Verbeugen? Du Affe, kannst mich am Arsch lecken. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, lassen wir Sie frei und Sie können nach Hause. Ist das ein Angebot? Wenn du dich von den Roten rumkriegen lässt, bist du erledigt. Die halten nie Wort. Dann sitzt du endgültig zwischen den Stühlen. Wenn Sie auf mich hören, Lieutenant, werden Sie bald entlassen. Was muss ich tun? Sie müssen sich entschuldigen. Nur wenn Sie mir garantieren, dass die Folterungen aufhören. Nicht den Mut verlieren, sonst seid ihr verloren. Lasst euch nicht zerbrechen. Das überlebe ich nicht. Wir werden alle krepieren. Ich werde mit Ihnen machen, was ich will. Die anderen wissen, dass ich hier bin. Die Menschen vergessen schnell. In 5 Jahren kräht kein Hahn mehr nach ihnen. Noch ein Verhör überlebt er nicht. Wir sind Soldaten. Wir müssen gehorchen. Lasst euch nicht einschüchtern. Wir sind Amerikaner. Ihr seid Verbrecher. Ihr seid Banditen. Man sollte euch aufnehmen. Egal, was sie mit uns machen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Starken müssen die Schwachen stützen. Niemand lässt einen Kameraden im Stich. Vergiss nicht, nur wer stark bleibt, wird überleben. Hanoi Hilton. Die wahre Geschichte über Amerikas vergessene Helden.